Da, das ist schon weg. Wenn ich ein Vogel wäre, dann wäre ich gerne eine Wasseramsel. Urs-Heinz Erni, sagen Sie mir eigentlich jeweils die Wahrheit? Wieso sollte ich nicht? Ja, es gibt ja viele Menschen, die machen jeweils einander etwas vor. Die lügen, tun das Vögel auch? Klar lügen die Vögel, wie wir auch. Wir lügen ja eigentlich, um bestehen zu können. Also wir lügen ja eigentlich unfreiwillig. Da gibt es zum Beispiel diese Flussregenpfeife. Das ist ein schöner kleiner Vogel, lange Beine und brütet auf dem Kies, also so in den Steinen. Und er legt 4 Eier in diese Steine und die Eier haben dieselben Farben wie die Steine. Man sieht sie fast nicht. Falls aber jetzt doch ein Feind oder der Mensch diese Eier sieht und sich nähert an diesem Nest, dann stellt sich der Vogel verletzt. Er lässt den Flügel hängen und macht Laute, Gott gibt Laute von sich und zeigt eigentlich uns, schau, ich bin verletzt, ich kann nicht fliegen, ich bin havariert, ich bin anfällig. Der Feind oder wir Menschen gucken ihn an, gehen auf ihn zu, wollen vielleicht ihn auch packen und plötzlich fliegt er davon. Und wir suchen dann die Eier, weil wir sie nicht mehr finden, weil sie eben genau gleich aussehen wie die Steine. Das heißt, der Vogel hat eigentlich in diesem Moment uns angelogen. Erstaunlich. Ja, und das ist einfach überlebenswichtig. Also das heißt, wir sind ja auch nicht ganz ehrlich, oder? Wenn wir flirten zum Beispiel beim ersten Treffen in der Kneipe, ich offere dir einen Drink, sehe einen Flecken auf der Brille, dann ist es nicht unbedingt gut, dass man gleich sagt, was man sieht und denkt. Es könnte für das Date nicht förderlich sein. Weil wir versuchen, nicht zu verletzen. Und wir möchten nicht verletzen, weil wir ja auch gut dastehen möchten bei den anderen Menschen. Das ist ein Anruf. Moment, schnell. Ja, Schatz? Nein, ich bin noch bei der Arbeit. Ich arbeite noch. Ich komme später. Ja, ich habe noch ein Meeting mit dem Chef. Dankeschön. Tschüss.